Wie wird das alles bloß noch enden? Wenn wir Virologen fragen, antworten sie mit Kurven, Ärzte geben Diagnosen, Politiker warnen, Ökonomen sehen schwarz. Aber wer nur ist für die Visionen zuständig? So langsam sollten wir uns doch Gedanken darüber machen, wie die Welt nach der Pandemie aussehen wird. Ich habe die Fachleute für das Ende von Geschichten gefragt, Schriftsteller. Vier Schweizer Autorinnen haben für mich in Form einer Kurzgeschichte aufgeschrieben, wie es weitergehen oder enden könnte. Mit zwei von ihnen habe ich zudem ein kurzes Videointerview darüber geführt und sie gefragt, wie sie die Pandemie erleben. Das Ergebnis ist interessant. Am optimistischsten ist jener Autor, dem es selbst gesundheitlich am schlechtesten geht, und die Autorin, die auf Sansibar fast nichts von der Pandemie mitbekommt, erlebt die Schweiz am stärksten als Gefängnis. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema: Medien und die Digitalisierung, mein Angebot: konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Noch ist Januar, es ist dunkel und es ist kalt. Alles, was Spaß macht, ist geschlossen und die Bürokraten ziehen alle Schrauben an, von denen sie denken, sie seien noch zu locker. In Basel sind diese Woche die Museumsdirektoren auf die Barrikaden gestiegen. Kultur und kulturelle Bildung wieder zugänglich machen, Museumslockdown beenden, für das geistige Wohl aller, forderten sie in einer Petition an den Bundesrat. Recht haben sie. Museen seien große Räume, sie hätten gute Schutzkonzepte und seien wichtige Bildungsinstitutionen. Man möge doch, wenn es denn um Lockerungen gehe, früh auch an die Museen denken. Doch von Lockerungen ist derzeit nicht die Rede. Ich habe im Gegenteil den Eindruck, dass allenthalben die Schrauben angezogen werden. Im Hinblick auf die mutierte Virusvariante, die um einiges ansteckender ist, mag das ja verständlich sein. Ich habe aber auch den Eindruck, dass sich Beamte, Behörden, ja unsere Gesellschaft über das Schließen hinaus keine Gedanken macht. Wir setzen derzeit alles auf die Impfung und müssen feststellen, dass die Schweiz bei den Bestellungen zu sparsam und zu vorsichtig war. Aber darüber hinaus höre ich wenig Visionen, wie denn die Zukunft aussehen soll. Als am 8. Mai 1945 in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende war, läuteten in der ganzen Schweiz die Glocken. Die Menschen umarmten sich und nahmen den Frieden in Angriff. Bei der Pandemie wird es einen solchen Moment nicht geben. Dieses Virus wird nicht einfach verschwinden. Wir werden damit leben müssen, und das heißt auch, wir werden uns überlegen müssen, wie wir damit leben, wie wir damit leben wollen. Genau das aber findet nicht statt. Unsere Politik und die Verwaltung ist auf Eindämmen und Einschränken fokussiert. Es wird aber bald darum gehen, eine neue Normalität zu gestalten. Wir müssen jetzt beginnen, darüber nachzudenken, wie unsere Welt dann aussehen soll. Der Aufschrei der Basler Museen sollte deshalb für uns alle ein Weckruf sein. Denken wir also über die Zukunft nach. Wie könnte das Ende dieser Pandemie vor sich gehen? Ich habe mich gefragt, mit wem ich denn darüber reden könnte. Wenn wir Virologen fragen, antworten sie in Kurven, Ärzte geben Diagnosen, Politiker warnen, Ökonomen sehen schwarz. Ich habe mich deshalb an die SpezialistInnen für das Ende von Geschichten gewendet, an Schriftsteller. Wer sonst wäre es sich gewohnt, auf wenige Zeilen das Ende einer Geschichte zu skizzieren? Ich habe also Schweizer Autorinnen und Autoren gefragt, die sich gewohnt sind, Plots zu entwerfen. Ein Plot, das ist das Gerüst einer Geschichte, etwa eines Krimis. Ich habe deshalb Schweizer Krimi-Autoren gebeten, mir ein kleines Exposé zu schreiben, wie diese Pandemie-Story enden soll. Die Berner Krimi-Autorin Christine Brandt, der Basler Romancier Claude Köhni, Waldzürcher Michael Dörria und der Historiker und Autor Martin Wittmer haben mir mit kürzest Geschichten geantwortet. Sie finden die Geschichten auf meiner Webseite. Mit Christine Brandt über eine wackelige Leitung nach Sansibar und mit Michael Dörria habe ich darüber hinaus auch noch Video-Interviews geführt. Interessant an den Kurzgeschichten ist, dass der Autor, dem es gesundheitlich am schlechtesten geht,
am zuversichtlichsten ist. Claude Kühne schreibt, er gehe davon aus, dass wir die aktuelle Pandemie dieses oder nächstes Jahr erfolgreich beenden werden. Allerdings werde es nicht die letzte Pandemie sein. Er schreibt, wir würden vermehrt mit sogenannten Zoonosen konfrontiert sein, also mit Viren, die vom Tier zum Menschen überspringen. Auch im auftauenden Permafrost werden Viren und Bakterien freigelegt, die für unser Immunsystem neuartig sind. Der neueste Roman von Claude Kühne übrigens handelt von einer Pandemie. Weniger positiv sieht Historiker Martin Wittmer die Zukunft. Er stellt die Beamten ins Zentrum seiner kürzesten Geschichte. Bei ihm haben die Beamten Angst, und zwar Angst vor der Angst der Menschen. Christine Brand hat mit einer kleinen Dystopie geantwortet. In ihrer Geschichte zerfällt die Welt in zwei Teile. Die Geimpften, die wieder glücklich leben, sich aber bei jedem Kratzen im Hals eine Maske überziehen. Und die Ungeimpften, die Corona-Leugner und Maskenverweigerer, die sich in überwachte Ghettos zurückgezogen haben. Sie selbst lebt auf Sansibar fast wie vor der Corona-Zeit. Bloß die Kreativität, die habe gelitten, sagte sie mir im Videointerview. Also mir geht es im Moment sehr gut, weil ich der Pandemie entflohen bin. Ich bin nämlich in Sansibar, wo man nicht viel mitkriegt von Corona. Aber in der Corona-Zeit in der Schweiz habe ich schon ein bisschen gelitten. Ich konnte nicht so gut schreiben. Ich habe auch keine eigene Wohnung mehr und hatte dann nur mein kleines Zimmer. Und die Kreativität, die hat schon gelitten. Ich bin froh, dass ich flüchten konnte. Hat sich denn ein Blick aus Sansibar auf die Schweiz verändert? Ja, ein Stück weit hat sich schon verändert. Also als ich angekommen bin, hatte ich zuerst Mühe, mich in dieser maskenfreien Welt zu bewegen. Ich habe mich fast nicht rausgetraut im ersten Moment. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie sich so eine große Anspannung gelöst hat. Ich habe das richtig körperlich gespürt, weil man in der Schweiz immer vorsichtig sein muss, immer aufpassen, immer in einer Alarmstimmung ist. Und wenn ich jetzt von außen auf die Schweiz schaue, denke ich, wirklich, es kommt mir vor, ich stehe hinter allen Maßnahmen und gleichzeitig kommt es mir vor, wie wenn die Leute in der Schweiz doch sehr eingeschränkt leben, wie in einem Gefängnis. Und ich hoffe, dass sich die Situation schnell wieder ändern wird. Das ganze Videointerview gibt es hier. Die Geschichte von Michael Dörria dreht sich um einen kleinen Beamten, der plötzlich wichtig wird. Das spricht er auch im Interview an. In der Schweiz spielt Kultur ja plötzlich keine Rolle mehr. Musik, Literatur, Kunst, das alles ist nicht systemrelevant. In was für einem System leben wir denn da? Ja, das habe ich auch bemerkt. Eine Freundin von mir, wir müssen ja ein nicht subventioniertes Theater zweimal schließen. Eine sehr traurige Erfahrung. Ich habe sehr viel Kontakt auch. Und das ist natürlich eine Frage der Optik. Wie war es? Lenin hat einfach gesagt, wir nehmen jetzt mal die Kultur weg und dann machen wir sie uns gehorsam. Ich weiß nicht, Kultur war für mich nie ein Luxusgut, sondern ein für mich absolut relevantes und wichtig, um leben zu können. In deiner Corona-Geschichte, die du für uns geschrieben hast, schreibst du von einem kleinen Beamten, der plötzlich zur Macht kommt. Beobachtest du das auch in der Realität? Es wurde sehr vielen Menschen durch Corona plötzlich Bedeutung verliehen. Die hatten etwas zu sagen, man hörte ihnen plötzlich zu. Und dieser Punkt hat mich inspiriert, eigentlich diese Geschichte zu schreiben. Lokalpolitiker von absoluter Unbedeutung sind plötzlich täglich in den Medien. Und was macht das mit den Menschen? Und das ist sehr spannend. Das ganze Interview mit Michael Dörria gibt's hier. Und was lernen wir jetzt daraus? Nun, das Schöne an Kultur ist, dass sie nicht immer nützen muss. Deshalb müssen wir auch nicht unbedingt etwas Konkretes aus den Geschichten lernen. Das Erleben im Lesen kann schon genug sein. Als Essayist kann ich es aber nicht lassen, drei Schlussfolgerungen zu ziehen. Die erste, wir können im Sommer nicht einfach die Glocken läuten und unser altes Leben ist wieder da. Es wird eine neue Normalität geben. Eine, die wir neu aushandeln und neu ausgestalten müssen, und zwar bevor sie beginnt. Deshalb wäre es wichtig, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen. Die zweite, verbieten ist einfacher als loslassen. Wer eine Notbremsung einleitet und voll auf die Bremse steht, muss sich nur um das Anhalten kümmern.
Danach wieder langsam loszufahren, ist viel schwieriger. Man muss dann nämlich wissen, wohin man fahren will. Das braucht Gestaltungswille und den sehe ich derzeit nicht. Die dritte Schlussfolgerung: Im Kontakt mit meinen Autoren wurde mir bewusst, wie sehr mir die Kultur und die kulturelle Auseinandersetzung fehlt. Nein, Kultur ist nicht bloß die Glasur auf dem Kuchen. Die Kultur ist die Hefe in der Gesellschaft, die das Mehl erst in Brot verwandelt. Sie lässt sich nicht in Excel-Sheets einsperren und in Franken messen. Aber ohne Kultur bleibt die Gesellschaft fades Mehl. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Knopf für Abonnieren und gefällt mir, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute!